Es wäre eigentlich ein verdammt idyllisches Bild. Scheune vorne, schöne Landschaft, angenehmer Bauernhof. Aber nee, da hinten brennt der Wald. Hier ist offensichtlich irgendwas schiefgegangen. Ich habe nämlich nur vorab geschossen. Ich bin schuld. Ich nehme die Schuld komplett auf mich. So. Wir haben den 1. Oktober. Das bedeutet, wir könnten eventuell neue Gegner antreffen. Gehen wir mal hierher. Schau dir mal die Gegend an. Da ist nichts. Okay. Wir bewegen uns eh nicht weiter. Machen wir hier eine Sicherung. Gotcha. Wir hier. Bereite die Waffe vor. Ich versuche ein bisschen schneller zu spielen. Das ist ein abgeschossenes Ufer, also. Ich erwarte höchstens 3 oder 4 Pots. Also ihr habt alle nichts gesehen. Gehen wir mal hier. Bereite mir hier die Waffe vor. Wir könnten 2 neue Gegnertypen, glaube ich, antreffen. Ab Oktober. Zumindest ist mir das im anderen Spiel passiert. Ja, komm. Und das bedeutet, es könnte tatsächlich ein bisschen gefährlicher werden, wie normal. Aber weil es jetzt wirklich der 1. Oktober ist und das erste abgeschossene Ufer, denke ich mal nicht, dass das passieren wird. Also, ich hoffe jetzt mal einfach stark, dass es nicht so ist. Gehen wir noch hier, machen wir ebenfalls noch einen Feldposten. Und Ruhe herrscht, Freude ist. Okay, aber ich habe eine Cyberdisk. Nein! Ich habe eine Cyberdisk gehört. Nicht schon wieder. Kann ich mal ohne die verdammte Cyberdisk auskommen? Besteht das als Möglichkeit? Muss die jedes Mal dabei sein? Geht mir mal hier. Da ist nix. Dann gehst du mir auch hierher. Und bereitest mir die Waffe vor. Du machst einen Feldposten. Du gehst. Vom Schusswinkel her ist es gar nicht so unproblematisch hier. Ich möchte eigentlich ins Ufer sehen, gleichzeitig aber vielleicht auch noch hier hinten. Ich kann aber nicht. Ich kann vermutlich. Das ist so heiß. Ach komm, versuch's. Okay, Glück gehabt. Volle Deckung. Ich bin jetzt unsicher, was die Ufergeräusche betreffen. Ich habe das Gefühl, die Cyberdisk ist hier drüben, aber ich bin echt unsicher, weil ich mich dann schon eigentlich auf was anderes fokussiert habe. Deshalb weiß ich jetzt echt nicht, wo ich hin soll. Bleib mir mal hier. Geh mir noch an die Ecke hier rüber. Sichere noch das Gebiet ab. Du ziehst mir hier nach vorne. Geh mir hier. Hatung. Du bist wirklich mein Glücksbringer. Es ist, glaube ich, noch nie richtig schief gelaufen, wenn du dabei warst. Deshalb habe ich große Hoffnungen und Erwartungen, wie du das machst. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das könnte zu nahe sein. Geh mir hier. In Ordnung. Schön aufgeteilt. Du sicherst mir hier, ihr sichert mir hier rüber. Und da kommt was. Von links. Ach doch, die Cyberdisk. Gott! Schön. Yes, einer weniger. Hatung, guter Schuss. Guter Reaktionsschuss. Sehr schön gemacht. Okay. Positiv gelöst, einigermaßen, außer dass ich jetzt die Cyberdisk nicht sehe. Das heißt, ich brauche dich. Versuch mir mal bis hierher. Ob du die siehst. Oh, du siehst sie. Aber lass dich nicht treffen. In Ordnung. Das heißt, Hatung hat sich schon vorbereitet. Komm, Hatung, du hast diesen Kill verdient. Das wird aber nicht so einfach. Würdest du denn theoretisch hier nach oben kommen? Damit würdest du vermutlich besser ziehen können. Komm. Dann Höhenvorteil ausgleichen. Na?
48. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, ist klein. Ja, aber versuch's, komm. Du bist... Ja, schade. Ist aber nicht deine Schuld. Nee, aber es ist wirklich nicht deine Schuld. Konzentriere dich auf die Cyberdisk. Machst du Holotaging für alle. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Du hättest nur ein Ziel, du könntest noch... Okay, jetzt ist mal zuerst mal die grundsätzliche Frage. Siehst du die Cyberdisk? Okay, 100% Trefferwertung. Das ist wichtig. Das ist sogar sehr wichtig. Das heißt nämlich, du kannst hier rüber. Und dann versuchst du es. Schön! Die Cyberdisk ist hier hin. Du hast eine Chance von 2,3. Also nicht 2,3, das, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der daneben 2,4 Felder. Komm. Du hast doch die Waffe vorbereitet. Ja, gut, 7 Schaden. Kann man nichts sagen. Puh. Was machen wir jetzt noch? All in, gehen wir hier. Versuch's mir. 75%. Wow, okay. Hat sich alles erledigt. Dürfte klar sein. Komm. Und weg damit. Schön gemacht, Truppe. Sehr gut. Das bedeutet aber jetzt, wir stürmen das UFO. Wir brechen die Mission ab, die ich gerade in Planung hatte, und stürmen das UFO. Heißt, puh. Machen wir einen Zwischenschritt zuerst mal hier rüber. Da ist nichts. Ja gut, dann kannst du hier lang. Und dann kannst du eigentlich direkt hier rüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weg, weg, weg. Okay, da hinten ist ein Meld. Der wird aber nicht in der Nähe sein. Und ich habe, glaube ich, im Moment andere Sorgen. Dann würdest du mir noch... Nee, du gehst mir wieder nach unten. Lädst mir nach. Mach mir eine Nachladerunde. Nachlade- und Vorbereitungsrunde. Für die Sturm auf das UFO. Oder für den Sturm. Die Sturm? Der den Sturm? Den Sturm. Ja. Du kannst mir ebenfalls noch ein bisschen nach vorne. Position confirmed. Gib mal hier rüber. Damit hast du einen besseren Schusswinkel. Du kannst mir hier Waffe vorbereiten. Und du bereitest ebenfalls die Waffe vor. Ist es schon die nächste Runde? Machen wir Feldposten. Feldposten. Okay. Okay, der Pilot. Da drin hat sich irgendjemand bewegt. Ich nehme jetzt... Ist das der Pilot gewesen? Der bewegt sich doch normal. Der bewegt sich doch normalerweise nicht. Okay, komme ich mit irgendjemand genau an die Ecke? Mit dir würde ich genau an die Ecke kommen. Also. Solid copy. Clear to engage. Boah, okay. Das ist nur einer. Gut, gut, gut. Dann... Du siehst ihn sogar. Ja, das ist ja wundervoll. Das ist sogar Doppeltap. Und Holotaging. Und Schreddern. Ja, du hast eigentlich alles. Komm. Wow. Okay. Wow. X-Ray down. Das war wirklich Executioner. Ist noch nicht fertig. Das heißt, die anderen... Oh, da ruft jetzt... Nee, kann der überhaupt um Hilfe rufen? Wenn ich ihn im gleichen Zug töte?
Gehen wir hier zur Sicherheit. Bereit mir das vor. Okay, dann bleib mir da. Geh mir hier. Feldposten. Feldposten. Bist du schlau hier aufs Dach, wenn du noch nicht mal weißt, ob da was ist? Nee, ist nicht schlau. Geh mir hier. Feldposten. Geh mir an die Ecke. Feldposten. Die Deckung wird. Die Frage ist, stehen sie wohl links oder stehen sie rechts? Die Deckung wird hier ein Problem. Also. Ich weiß nicht wohin. Links oder rechts? Ja, komm. Du stehst schon da. Gehen wir in dem Fall hier. Atom. Glücksbringer. Du schaffst das. Okay, jetzt kannst du nach oben. Da dürfte ja jetzt eigentlich nichts mehr stehen. Bereite mir die Waffe vor. Oh, da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Ich hab's genau gehört. Sektoiden. Gut. Würdest du... Du kommst jetzt in einem Zug hier durch. Ja, das ist wundervoll. Running. Nein! Ich wollte die Position nur anschauen. Du stehst jetzt völlig falsch. Du, das war reines Glück, ey. Nein! Gott, was mache ich denn? Wenn die wirklich hier drin hier sind, nähert euch... Nee, ich bin hier. Okay, in der Scheune sind sie nicht. Gott, was war denn das bitte? Renne mir hier, mach mir einen Feldposten. Kannst du eigentlich aufgrund des Sichtwinkels dürftest du doch eigentlich jetzt hierher kommen ohne Probleme. Hätten wir denn noch jemanden, den wir da ebenfalls hinschicken wollen? Du könntest eigentlich noch hier nach oben ein. Ich bin hier durchgerannt, also da dürft ihr eigentlich nichts auslösen. Good copy. Moving on target. Eben, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade reklamieren. Dann könntest du mir eigentlich hierher ein. Du hast die Chemiegranaten. Double time. Gehst du mir eins nach vorne? Machst mir einen Feldposten. Du ziehst in dem Fall nach bis hierher. Orders confirmed. Moving out. Und du sowieso. Also du bist ja so weit weg. Yes, sir. Das ist ja nicht mehr normal. Also komm, Junge, komm in die Gänge. Ich habe die Geräusche von hier gehört. Und da sind sie wieder. What's making that noise? I've got a visual. Okay. Was jetzt bedauerlich ist, dass du nicht in der richtigen Position bist. Du hast jetzt die perfekte... Also wirklich... Schöner kannst du es nicht haben. Nur das Problem ist eben, du kannst nichts damit anfangen. Wer kommt wohin? Du könntest bis hier... Mhm. Ich muss noch die Granaten loswerden. Du könntest bis hierhin das ganze Gebiet hier vorne einrauchen. Also mein großes Ziel wäre jetzt im Moment dahin zu kommen und gleichzeitig in der nächsten Runde dann die Chemiegranate zu werfen. Das heißt, ich würde jetzt theoretisch hierher kommen. Einfach mal nur schnell zum Durchrechnen. Wir würden hierher kommen.
nochmal eine Position hierher. Die wären zu zweit hier vorne. Der eine wirft die Chemiegranate, der andere versucht die Übernahme. Du würdest in dem Fall hierher ein und dann von hier die Rauchgranaten werfen. Du könntest versuchen, dich von der Seite her zu nähern. Du könntest durchrennen bis hierher. Es ist eine volle Deckung, das sehen sie, dich kannst nächste Runde flankieren. Orders confirmed, on the move. Das ist schon mal keine schlechte Idee. Geh mir. Du hast ebenfalls eine Chemiegranate. Geh mir hier. So. Du bist eigentlich im falschen Ort. Ey, die Kamera hier oben ist wirklich katastrophal. Ich sehe nicht, wo ich hin will. Also doch, ich sehe schon. Nee, umgekehrt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich sehe was, aber ich sehe nicht das, was ich sehen möchte. So. Können wir es denn so lösen? Können wir. Gehen hier. Du stehst da und siehst keinen? Das ist jetzt wieder für eine komische Aufgabe, die du hier hast. Aber du kannst runterschießen. Du könntest hier eben. Ich verstehe es nicht. Aber du siehst sie nicht. Na gut, bereite mir die Waffe vor. Eben, du wärst der Herr mit der Chemiegranate. Du würdest hier ein. Du würdest die Granaten hier werfen. Okay. Ich glaube, das funktioniert. Ey, bitte mach, dass es funktioniert. Ihr rennt mir beide hier. Orders confirmed. On the move. So. Dann gehen wir zuerst hier und schauen, ob das überhaupt klappt. Das würde klappen. Alles klar. Dann rennen wir ebenfalls hierher. Die müssten sich ja eigentlich auf die fokussieren, weil die stehen in halber Deckung. So, und kann ich jetzt nochmal. Jetzt muss ich nochmal. Du stehst falsch. Du stehst falsch. Na gut, du. Wenn du. Nee, du müsstest den sehen. Also du könntest zwar jetzt schießen, aber. Hey, die müssen von unten nach oben schießen. Was können die denn, die Herren? Mind Merge Gunslinger. Okay. Das ist mal der eine. Und was kannst du? Low Profile. Okay. Mind Merge und Gunslinger. Alles klar. Du selber hast im Moment. Also du selber dürftest ja eigentlich im Moment nicht getroffen werden. Mal ganz kurz. Defense 27. Okay, das ist jetzt auch nicht die Welt. Nee, komm, das Risiko gehen wir nicht ein. Gehen wir in volle Deckung. Roger that. Wie sieht's denn jetzt aus? Defense 42, das war eine gute Entscheidung. Bereite mir die Waffe vor. Du könntest natürlich noch näher rennen. Falls was ist. Aber du profitierst dann nicht vom Rauch. Hier könntest du flankiert werden. Du könntest. Nee, das ist. Nee, ich möchte jetzt einfach mal. Geh mir hier. Mach Hunker down. Ich möchte jetzt einfach mal wirklich ganz sicher spielen.
So. Sehr schön. Sind alle in voller Deckung und wer nicht in voller Deckung ist, hat Rauch. Okay, einer ist schon mal überstanden. Okay, der Buff, das ist... Immerhin, das ist in dem Fall der zweite auch überstanden. Na super, jetzt hat mein Scharfschütze Panik. Na gut. Na gut, na gut, na gut. War ja irgendwie zu erwarten. Würdest du mit der Chemiegranate schon die treffen? Du würdest sogar alle drei treffen. Sehr schön. Du könntest eine Übernahme machen, alles klar. Du könntest flankieren. Dann... Du machst 7 Schaden. Triff sie so, dass nur die Deckung kaputt geht. Aber will ich das jetzt überhaupt? Hm. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Will ich, dass die Deckung überhaupt kaputt geht? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht das perfekte Szenario. Dann würden wir aber... Also du gehst mir hier rüber. Das ist eine halbe Deckung. Damit gibst du ihm aber noch die Möglichkeit, hier rüber zu gehen. Ebenfalls die Seite zu schießen. Okay, ich könnte ja eigentlich mit dir eine Granate werfen. Das ist vom Schaden her berechenbarer. Hast du auch eine Granate? Das ist eine Chemiegranate. Puh, 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 puh. Wie weit kommst du denn? Okay. Das ist ein Problem, weil das bedeutet für dich, du musst gleichzeitig mit ins offene Feld, damit du dich triffst mit der Granate. Wen haben wir denn noch? Du willst eine Flashbang. Du würdest die Chemiegranate. Du würdest die Übernahme starten. Ah, bin ich glücklich damit. Die Idee der Granate ist nicht so schlecht, aber von den Lebenspunkten könnte das zu heiß werden. Wie weit wirfst du denn mit der Flashbang? Ne, du wirfst die Chemiegranate. Wo ist die Flashbang? Du hättest die Flashbang... Ja, nee, das reicht. Ja, doch, das reicht hier. Du könntest auch die Flashbang von hier auswerfen. Oder doch mit der Rakete von oben. Ach komm. Jetzt bin ich schon da oben. Mach bitte einfach nicht so viel Schaden, dass sie sterben. Ist eigentlich schon komisch. Sich mal wünschen, dass der Gegner nicht stirbt. Hey. Gibt es denn keine Möglichkeit, das so zu treffen? Nee. Das wird... Ja, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem tödlich. 2, 4, 6, 7. Da genau 7 Punkte hin. Ja, ich schalte vermutlich trotzdem alle aus. Na, Mist. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Jetzt fehlt mir genau eine einzige Granate. Gut, ich kann natürlich noch einen Zug warten. Nee, aber wenn ich eine Granate werfe, geht die Deckung. Ach komm, ich muss es wagen. Wobei, brauche ich dann überhaupt die Flankierung noch? Eigentlich nicht. Könntest du doch eigentlich auch hierher. Moving to position. Genau. Genau, perfekt. Ist doch ideal. Gehen wir noch ein bisschen rüber.
So. Eat this. Okay, der hintere macht schon mal nicht mehr viel. Der hat noch ein bisschen viel Leben, aber wenn ich ihn flankiere. Nee, die sollen da bleiben. Chemiegranate. Auf alle. Der hintere hat es nicht bekommen. Der hintere hat es nicht bekommen. Hm. Das ist natürlich nicht zielgemäß. Dann, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? 100% Trefferwertung von hier oben. Ist ja klar. Naja, im Moment sind es noch ein bisschen zu viele. Das ist noch zu gefährlich. Ach komm. Right in the kisser. Die Übernahme wäre schon ab hier möglich. Machen wir noch mal eine Granate. Ja, wobei, ja. Also der hintere nicht, aber wo ist die Flashbang? Du gehst mir hierher. Oh, du bist in der Position weiter vorne. Ach, egal. Wirf noch eine Flashbang auf beide. Standing fast. So. Dann könntest du mit der nächsten... Du könntest noch mit der Pistole versuchen. Geh mal hierher. Wechsel mir die Waffe. Und versuch's mit der Pistole. Ja, da bin ich dir nicht böse, Hattung. Das war nicht einfach zu treffen. Echt nicht. Wenn ich hier gehe, flankiere ich eben. Das will ich ja nicht. Wobei doch, im Moment will ich's eigentlich. On my way. Weil das soll aus der Säure rauslaufen und noch ein bisschen Schaden mitnehmen. Aber den hier unterdrücke ich. Keeping him down, Commander. So. Du machst... Ja gut, du könntest jetzt tatsächlich noch die andere Handgranate werfen. Dass er nicht zu weit, nicht zu viel... Also ein bisschen Leben verliert. Ist das richtig so? Müsste eigentlich klappen. So, du bewegst dich jetzt zweimal. Damit bekommst du zweimal die Säure. Das heißt, du bist eigentlich außer Gefecht. Und du schießt zurück. Schweinebacke. Na gut. Entwaffnender Schuss würde ihn vermutlich töten. Irgendjemand hat... Du hattest doch... Nee, du hattest ja noch. Eben. Och, du kommst nicht ran. Dir reicht das gar nicht. Wow, muss ich tatsächlich so... Das ist schlecht. Ich kann ihn zwar dann mit Acid, aber er darf mich ja noch beschießen. Und ich stehe dann ohne Deckung da. Würdest du denn von... Vermutlich, wenn du dann hierher gehst, würdest du treffen. Okay. Okay, da ist der zweite. Gehen wir in dem Fall hierher. Ah, es reicht wieder nicht. Na gut, wir nehmen halt nur einen gefangen. In dem Fall. Das kann ja nicht wahr sein. Ich will jetzt hier nicht wieder stundenlang das
um die Karte jagen. Naja, schade. Ja, okay, ich könnte nie, aber auch mit der Pistole töte ich ihn. Ja, es spielt eigentlich keine Rolle. Ach, Mist. Dann halt. Zu gefährlich. Ich will alles sicher aus diesem Einsatz zurückbekommen. Ausnahmsweise mal. Du könntest noch mal eins näher gehen. So. Bereite mir einfach die Waffe vor, falls da trotzdem noch plötzlich Gegner kommen würden. Was zwar eher unwahrscheinlich ist. Die wären ja vermutlich schon längstens da. Aber, naja. Lieber einmal zu vorsichtig. Was mache ich jetzt mit dir? Der hatte genau noch einen Lebenspunkt zu viel. Würde ich so hinkommen, dass der... das ist eine halbe Deckung. Ich habe ihn natürlich überall die Deckung selber weggeschossen. Was ja eigentlich theoretisch auch das Ziel war, nur nicht so. Okay, flankieren darf er dich ja nicht. Aber bist du hier wirklich näher für die nächste Runde? Ja, bist du. Mach mir gar nichts. Die Verbesserung. Nein! Okay, eine ist noch unter... Nee, ist keine unterwegs. Nein, das Ding hat hier gebrannt. Ah! Na gut. Wenigstens ist niemand verletzt worden. Gefangennahme gescheitert. Ah. Hätte ich mir viel Zeit sparen können. Es war erstaunlich einfach. Hat der Computer wohl nicht damit gerechnet, dass ich den runterhole. Aber ja, ich habe wieder keinen Aufstieg für Ochuya Atung erreichen können. Zwei Sektoiden, Cyberdisk, Drohnenwrack, 12 Illyrium, 22 Alien, Teile, 8 Waffenfragmente, 16 Mel, 2 Uferflugcomputer beschädigt, Uferpower Source beschädigt. Was hier nicht alles wieder beschädigt ist. Du willst muten, Berserker, kann ich dir nicht bieten. Kennen wir schon das Angebot oder die Anfrage? Dann lassen wir das Geld wieder laufen. Wow, 165. Also Moment mal, wann habe ich das letzte Mal jetzt... 17. Ich glaube am 28. Dann würde ich... Eigentlich müsste ich die Exot-Zelle in dem Fall wieder... 1. Oktober. Da muss eine Exot-Zelle unterwegs sein. Oder ich habe irgendwas verpasst. Nee, es müsste eine unterwegs sein. Komm. Intel Scan concluded. Negative Exalt Cell Contacts. Seid ihr abgetaucht? Okay. In dem Fall am 15. wieder, 14. Sieben Mutant Corps für einen neuen Rekruten? Ja, Support? Sofort. Das kannst du gerne haben. Das ist ein Angebot, das kann ich nicht abschlagen. Wow! Kaum habe ich das eine, kommt das andere. Okay, ich mache das noch in der Episode, damit es ganz schnell geht. Und das heißt, ich speichere kurz. Und gehe direkt los mit Captain Colonel Defensiv. Komm, raus mit dir. We're in pursuit. Closing on target. Um.
We lost the bubble. Triffst du denn auch irgendwann mal? Wollte ich gerade sagen. Also, das war jetzt nicht unbedingt ein guter Versuch. Dann geh mir... Soll ich jetzt denen den Abschuss gönnen, oder? Die anderen hätten eigentlich auch gerne mal Abschüsse. Aber das könnt ihr dann beim Scout nachholen. Enemy is padlocked. Nearing strike range. Sehr schön. UFO ohne irgendwas sonst zu haben. Einfach nur das Geld. Perfekt. Muss ich eigentlich noch irgendwas bauen in der Engineering? Ich habe das Gefühl... Also hier würde Satelliten hinkommen. Sobald ich genug Strom habe. Hier... Psy-Labor. Hier kommt das andere... Die andere Energiequelle hin. Ich könnte hier höchstens auch noch graben. Nochmal einen Workshop hinbauen. Ja. Ja, würde ich sagen. Dann weiter im Text. Contact detected. Da will landen? Wer bist du denn? Lass dich mal anschauen. We have eyes on the bandit. Approaching target now. Okay. No joy here. Das ist, glaube ich, ein Entführer. Contact detected. Oder? Contact detected. Nochmal? Bangs out. Was wollt ihr denn alle von mir? Nee, das ist ein Entführer. War der andere ein Transporter? Ich den Transporter abschießen soll. Ach, egal. Commander, wow. We picked up multiple requests for assistance. Swarming. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Okay, wie lange habe ich denn Zeit? 8 Stunden. In 8 Stunden erreiche ich hier gar nichts. Alles klar. Dann bast ich was zusammen und das wird wohl die Besten der Besten sein. Ist gleich wieder. Also die Truppe ist wirklich fast das Beste der Besten. Beim Rocketeer hätte ich noch eine bessere Auswahl, aber den möchte ich einfach fördern und ich weiß ja nicht, wann die Terrormission kommt, deshalb bin ich da noch vorsichtig. Aber sonst sieht das richtig gut aus. Alles Tech Sergeants. Was gibt es denn zu erzählen? Azot natürlich, logischerweise Geronimo. Svensson, du bist wieder dabei, mit vollem Einsatz, gleichzeitig mit der Verstärkung, dass die Schüsse so richtig weh machen. Scout muss ich noch befördern, Lowrider. Du hast nämlich die Möglichkeit, dich hier noch zu verbessern. Im Sinne von Tactical Sense macht aber keinen Sinn, weil du eigentlich keine Defense brauchst. Also du brauchst natürlich schon, aber mit 15 Feldern kannst du eher davon schon wegrennen. Dann Critical Chance würde nur Sinn machen, wenn ich dir den Schadensbereich gemacht habe. Dann deshalb machen wir Sprinter. Das heißt, du kannst 3 Felder weiter rennen. Und das ist jetzt richtig stark. Das sind 18 Felder. Das heißt, du kannst super flankieren. 18 Felder ist natürlich sensationell. Dann Ingenieur ist klar. Da gibt es nichts zu befördern. Aber sonst glaube ich, das könnte funktionieren. Also Gunner, Standardprogramm mit Alien-Granate. Sniper ist eh kein Thema. Katapult muss natürlich mit. Anders würde das nicht gehen. Wie weit bist du eigentlich noch entfernt? Ja, das ist noch ein Stück. Das ist noch ein rechtes Stück. Dann Infanterie, Mad Dog. Auch noch. Ja, wobei, ja, mit Glück könnte es diese Mission reichen, aber das braucht schon sehr viel Glück. Basta ist klar, Medic ist klar und so weiter und so fort. Wir kennen das Programm. Ab dahin! Touching down.
Oh, nee. Our target site is near the German border. Nein, nicht We've die just received another report of an abduction in progress in a densely populated urban center. If we allow the aliens to succeed, it's going to spread panic throughout the area. Köln, Deutschland, aber nicht die Karte, nicht die Karte. Das ist eine der schlimmsten für mich. Die kann nur noch durch den Drive-Thru getoppt werden. Nee, wobei, der Drive-Thru ist, glaube ich, sogar noch besser wie die hier. Die bietet... Lauschen wir mal kurz. Central, Big Sky in position on approach of the abduction site. Strike 1 is awaiting drop clearance. Copy that, Big Sky. Strike 1 is cleared to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Ich habe, glaube ich, ein neues Geräusch gehört. Immer bei der Landung hört man je nachdem noch kurz, wer in der Nähe ist. Und da gab es ein neues Geräusch. Das ist nicht gut. Und die Karte... Nein, ich gehe jetzt nicht auf die Karte ein. Das mache ich in der nächsten Episode. Die Karte ist... Ah, ihr werdet Freude haben an der Mission, bin ich überzeugt. Ich weniger. In diesem Sinne, auf zur nächsten Episode. Und weit, weit darüber hinaus.